Hey Leute und damit herzlich willkommen. Ich wollte erstmal kurz vom Intro noch was sagen. Ich habe jetzt gerade ein anderes Intro benutzt. Und ja, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Der Kanal vom Intromacher ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und ja, damit bis gleich. Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge HFSG hier auf einer Map, die sehr selten gespielt wird, finde ich eigentlich. Keine Ahnung, wir zocken einfach mal drauf, mir egal. Ich habe eben eigentlich eine Runde Full Prem aufgenommen, aber nee, die Teams kotzen mich da an. Es kann niemand alleine spielen, es waren bestimmt drei Teams da drin. Und ich hatte einfach nur ein Holzschwert und hatte eigentlich sieben Rüstungsbalken, die soll richtig früh bekommen. Aber wenn man nur ein Holzschwert hat und dann ganze Zeit ein Teams verfolgen und man nicht mal eine Angel hat, dann kann das schon manchmal ein klein wenig aufregen, sagen wir es mal so. Okay, wir gehen hier schnell wieder raus da unten. Wer da unten hingeht, da kommen fast niemand mehr raus, da kommt man jedenfalls sicherlich nicht leicht raus. Okay, ich werde mal hier oben hinrennen, ich kenne die Map eigentlich fast gar nicht, aber ich spiele sie trotzdem. Ich bin nicht jemand, der nur auf Maps spielt, die er besonders gut kennt oder so. Nein, nein, nein. Ich bin hier auch auf so Maps. Wir stellen uns der Gefahr. Oh, nice, eine Holzaxt. Man muss auch mit kleinen Dingen zufrieden sein. Eine Holzaxt ist schon mal ganz gut. Sie macht drei Herzen Schaden. Ja, drei Schaden hat's. Das kann schon mal ein bisschen was bringen, wenn man richtig, richtig gut trifft oder so. Keine Ahnung. Okay, wir haben leider keine Rüstung, was auch ziemlich schlecht ist. Und insgesamt ziemlich kacke Equip eigentlich, im Gegensatz zu meiner letzten Runde, wo ich gespielt habe. Aber ja, vielleicht sind hier keine Teams drin. Ach nein, ich dachte schon die Team. Okay, so, die Kiste da ist hoffentlich nicht gelootet. Eine Angel. Das ist was Feines. Okay, jetzt habe ich schon mal eine Angel. Hatte ich da vor in der Runde nicht. Jetzt kann ich rasieren. So, ich denke auch, es sind halt sechs Premiums oder so drin. Ich glaube nicht, dass die jetzt hier alle teamen müssen. Es ist halt eine Sache, Non-Prem zu teamen ist schon ein bisschen scheiße. Naja, ein bisschen unnötig, sagen wir es mal so. Okay. Ich weiß auch gar nicht, wann das Video kommt, ob ich da schon im Ferien bin oder noch nicht. Ich bin so ein Lappen. Ich fange nämlich jetzt schon an, so mehr Videos zu produzieren. Yo, damit es auch ein paar Videos kommen halt, wenn ich weg bin. Sagen wir es mal so. Okay. So, ich habe eigentlich, ja, ich habe nur einen Lederhauspanzer, aber hier auf dem Eis zu kämpfen, das kann man schon mal auch mit schlechtem Stuff gewinnen, wenn man hier gut übers Eis rennt und gut straft oder so. Okay, ist hier ein Typ in der Nähe? Hier sind nämlich zwei Kisten, die ich ganz gerne haben würde. Nice, okay. Das war eine gute Tier 1. So eine Tier 1 würde ich gerne immer finden. Natürlich jetzt auch mit Helm und Schuhen und so. Da unten ist jemand. Ah, die hat doch ganz schön Stuff, den ich gebrauchen könnte. Okay, genau nochmal so ein Kack, den ich nicht brauche. Okay, die kann mir einen Lowgrounds-Hit geben, aber ich kann die so hitten, dass sie bis sonst wohin fliegt. Ist wahrscheinlich eh ein Junge oder so. Lol. Nein, bitte nicht. Töt mich nicht. Nice. Nice zerfetzt. Hat den Eisenschwert? Nee, doch nicht. Hab ich verguckt. Okay, die hat schon viel mehr Stuff halt. Gut, dass wir die bekommen haben. Oder den wahrscheinlich. Sieht so ein bisschen weiblich aus, ein Skin. 43 Pfeile, Leute. Wenn wir jetzt einen Bogen finden, sage ich euch, haben wir die Runde eigentlich fast schon in der Tasche, wenn nicht so viele Teams da sind. Obwohl, selbst Teams könnten wir richtig leicht mit dem Bogen abziehen. Okay, jetzt müssen wir darauf hinarbeiten, halt einen Bogen zu kriegen. Entweder brauchen wir noch zwei Fäden halt oder so einen Bogen. Jemand nicht. Ich bin noch ein bisschen low, aber 43 Pfeile, ey. Das ist schon eine Hausnummer, würde ich sagen. Okay, zum Glück haben wir den bekommen. Der war auch kein schlechter Spieler, also hat 180 oder so gedroppt, also ist auch ein ganz okayer Spieler, denke ich mal. Also kein Randy, sagen wir es mal so. Ja, obwohl Punkte auch immer nicht so viel aussagen, halt. Ja, es gibt Leute, die spielen nur auf Punkte oder so. Manche spielen einfach so. Dann halt nicht so viele Punkte, ja. Okay, komm schon, wir brauchen einen besseren Helm. So was müsste man doch hier doch finden. Oder auch nicht. Gut, dann würde ich sagen, gehe ich mal, ich weiß gar nicht, Richtung Spawn oder so, vielleicht mal gucken, ob ich irgendjemanden töten kann, der einen Bogen hat, weil das wäre sehr wichtig. Auf jeden Fall mit dem Bogen ins Deathmatch kommen. Wir haben halt nur sechs Rüstungsbalken, was aber an sich auch nicht so schlecht ist. Aber ja, es wäre einfach mal total gut mit Bogen. Natürlich muss man da immer noch treffen, aber ich würde sagen, meine Bogenskills sind eigentlich nicht schlecht, kann man sagen, finde ich. Ich bin ganz zufrieden. Okay. Deathmatch schon, wie die alle sterben. Es muss bestimmt ein Riesenteam geben, was alle zerfetzt oder so. Anders kann ich mir das nicht erklären. Oh Mann, wieso finden wir nicht einen Bogen? Einfach mal so eine Kiste öffnen und dann einen Bogen drin. War in Deathmatch. Wir haben jetzt einen Kill, aber na gut, das war ein ganz cooler Kampf bei dem einen Kill wenigstens. Das war nicht so ein Schrottkampf. War kein Randy. So. Oh Mann, ein Bogen. Es wäre so stark mit einem Bogen. Wir haben halt nur ein Holzschwert und so, haben nicht gute Rüstung, haben nicht gute Waffen. Haben halt, oh, ein Steinschwert, haben halt 47 Pfeile, aber kein Bogen.
kann man machen, würde ich sagen. Jetzt können wir die ganzen Kackstuff mal aussortieren. Und den zweiten Helm, falls der einmal zerrottet wird oder so. Ja. Dann bin ich eigentlich schon bereit, Stashmits geportet zu werden. Es wäre halt jetzt so gut, wenn... Oh, einen schöneren Helm. Wenn wir jetzt noch... Da oben ist noch eine Kiste. Kommen wir da hin in der Zeit? Nee, kommt man gar nicht hin. Komm schon, wir bräuchten einen Bogen. Egal. Okay, ohne Bogen. Oh, der ist schon stacked schon mal. Der nicht. Wenn der mit dem anderen Typen, der wahrscheinlich auch stacked ist, Teamteilchenproblem. Ja, Junge, enjoy den Rotspam, würde ich mal sagen. Der guckt auf Boden, also wird gleich... Ist das ein Wendy? Der will der FNS setzen und guckt ganz halt dabei so auf den Boden. Ich würde halt... Ja, der ist ein nicht so ein guter Spieler. Also ich denke mal, ich werde versuchen... Wir sind zu viert, ja. Dass ich erstmal irgendeinen Randy abstauben kann, damit ich den Bogen halt bekomme. Ich werde ein bisschen vorsichtig spielen, obwohl den töte ich jetzt. Hast du einen Bogen dabei? Ich finde es auch ein bisschen dumm, dass hier nicht eine Werkbank ist. Junge, geh von mir weg. Da liegt ein FNS. Ja, ich glaube, er hatte keinen... Oh, er hat einen besseren Helm. Aber keinen Dingsens. Okay, ich gebe ihm einen Rod. Leute, das ist meine. Okay. So, jetzt. Ich bin schon ein netter Spieler, obwohl er so viel mehr Stuff hat. Jetzt hat er auch noch bessere Schuhe, obwohl die Schuhe waren davor auch so. Er ist halt auf... Na gut, er hat einen halben Rüstungspunkt mehr als ich. Er sah schon, dass... Ja, er weiß, dass ich FS jetzt will. Ich will auch erstmal den Nap da töten. Dass er jetzt nicht am Ende abstaubt. Ja. Wir haben einen guten Spieler. Aber so gut ist er noch auch wieder nicht. Er hat nur starken Stuff. Leute, wir haben ihn gleich. Der ist jeden Moment tot. Yo. Okay, jetzt darf der andere nur nicht kommen. Sonst würde ich richtig losragen. Aber ja, damit haben wir die Runde eigentlich schon in der Tasche. Soll jetzt nicht wieder irgendwie arrogant klingen, haben letztes Mal Aufwäsche geschrieben. Oh, da ist ein Bogen, dass ich arrogant bin, wenn ich sage, ja, wir haben jetzt schon gewonnen. Aber in manchen Runden ist es halt schon, ich habe den Helm weggeworfen, den ich eigentlich haben wollte. Schon vorher klar, dass man gewinnt. Also ja, was soll der jetzt machen? Hier, die sprengen wir mal kurz weg, den Staff. Okay, wo ist er? Wo ist der Letzte? Okay. Der schwimmt bestimmt in irgendein scheiß Wasser. Ah, da ist er. Ah, er hat ein bisschen was. Ah, Leute, er hatte ja sogar ein bisschen was. Ja. Was soll ich mit dem machen? Soll ich ihn einfach so töten? Komm ins FNS. Ja, war ein Flawless. GG, dann war es auch mit der Runde. 660 Punkte plus gemacht. Geht eigentlich. Ja, dann hoffe ich, dass die Folge euch gefallen hat. Und dann würde ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und damit bis zum nächsten Video, Leute. Ciao, ciao.